Und willkommen zurück zu Stargate Alien Nantis. Jo. Beim letzten Mal sind wir hier in die Alien-Maschine reingekommen und nun sollen wir das Ding umkonfigurieren, sodass es den Mond zerstört. Ja, da wir uns beide mit PCs relativ gut auskennen, ja, würde das klappen. Wobei ich sagen muss, das rumfliegen. I, da sind Schwobbels. Den Blobsen weichen wir jetzt einfach aus. Die Schwobbels greifen an. Ne, die hängen da einfach nur rum. Die faulen Schwobbels greifen nicht an. So. Wo sind wir denn hier? Sieht aus wie ein Labyrinth. Sag ich jetzt einfach mal schon. Du hast nicht mal so unrecht. Aber wir haben unseren Brotkrumen. Ja. Was, wo? Aktivierte Marker. Bestimmt hier rumgeschissen, oder? Hier oben. Das war knapp. Grabungsteams bleiben wiederholt in dem uralten, klebrigen Gewebe hängen. Ohne Zweifel sind die Apparaturen oben wichtig für die Konfiguration dieser Alien-Zeichen. Der Alien-Zeichen könnte das ein Verstärker sein, der bei korrekter Aufrichtung ein Signal oder eine Energiequelle verstärkt. Mhm. Ich sag mal so, das bringt ja eigentlich nichts. Was? Wir jetzt den Mund zerstören. Du weißt, das ist doch die Signalquelle, oder nicht? Eine davon. Zumindest die, die uns betrifft. Ah. Ah, das scheint das Ding zu sein. Das ist ja mal ein Ding. Großes Ding. Ja. Schönes Ding, du. Das klingt sehr mystisch, das gefällt mir nicht. Oh, warte. Soll es das tun? Käse. So. Wie müssen die denn gedreht werden? Was? Ach, nicht jetzt bitte. Irgendwann mit der Kralle nach innen. Na komm, so. Na. Geh weg. Schmecke nicht. Zu viel Polyester drinne. Isaac. Was denn? Warte doch nicht dann da, wenn es nicht erforderlich ist. Also bist du, bin ich nicht Isaac, sondern John. Helfen Sie mir auf! Mist. Oh. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Keine Medikits mehr? Nee, ich liege am Boden. Warte, ich komme. Wird knapp. Bin tot. Nein. Gut, halt nochmal. Okay, aufteilen. Blöde Idee. Ich gehe jetzt nach links. Komm mit. Ja, schon richtig. Da geht die Sache auf jeden Fall auch schon mal schneller. Oh. Hm.
Na komm. Komm, ich schieße dein Gesicht ins Gesicht. Oh, lad doch nach jetzt. So, weg. Dann. Oh, Alter. Was kann ich sagen? Hinter dir. Geh doch mal drauf hier. Also nicht du, sondern Viech. Was war das denn? Next. Nichts passiert, das war ein Bug. Also nochmal. Ja, ich würde gerne sehen, welche Waffe ich ausgesucht habe. Die, okay. In der Luft zerteilt, wunderschön. So. Wunderschön! Wenn es in der Luft zerteilt ist. Der ja. Lebt übrigens noch. So ein Quatsch. Wie? Ach nö, da bin ich noch im Frieden hier. Er hat mich ausgeweidet und geköpft. In der Reihenfolge. Erst ausgeweidet und dann geköpft? Mhm. Oh, das ist wieder ein Krampf hier. Gibt's noch nicht. Minimal. Ah ja. Komm. Wow. Schön, ja. Hat. Wechsel die Waffe, verdammte Axt. Alter! Wo das hin? Ach, die Hentai-Tentakel wieder, natürlich. Sag mal. Wer soll uns doch aufteilen? Dann haben wir nicht vier auf einem Haufen. Okay. You know? Warte. So viel zu dem Thema, warte. Ja, warte. Oh. Ich mach schon mal. Mieten. Na komm, komm, komm. So. Wow! Mann, ich hab doch C gedrückt, du blödes Mistding. Ach, Mann, ey. Aufs Maul. Och, wo krieg ich denn jetzt aufs Maul? Das muss ja langsam. Na, no, nicht der Fluss, scheiß Suchtwort. Bis jetzt, warum ich dich rausgesetzt hab. Ja. So, auf!
Der steht ja schon. Okay, dann. Der geht's noch gut da hinten? Ist jetzt Ansichtssache. Ich sag mal so, ging mir schon mal schlechter. Wie oft denn noch hier? Was tut's noch? Ich hab kein Ammo mehr. Alter. Hier liegt Muni bei mir. Müsste welche liegen. Ich hab viel, oft genug was getötet, dass ein Muni liegen müsste. Tatsache. Oh, Munition, ich freu mich. So. Warte mal. Wir müssen das Zentralding nochmal drehen. So, jetzt passen die anderen beiden nicht mehr. Ich muss die nochmal drehen, weil ich habe diese Zweier-Ding, jetzt habe ich da gar nicht. Dann passt das aber auch nicht. Der passt nicht. Nehmen wir bloß die Vierer und die Dingens. Warte mal. Vielleicht muss hier der mit den, mit der Lanze dran. Ja. Genau. So, das passt, das passt, das passt. Der da hinten noch. Gemein. Das könnte funktionieren. So. Wow. Wir haben es geschafft. Okay, die Energie ist jetzt ausgerichtet. Sieht aus, als hätte sich ein weiterer Aktivierungsterminal geöffnet. Wir kriegen diese Maschine repariert, Carver. Die war kaputt? Nein, nicht fertig gebaut. Also, eingestellt. Ach so. Uiuiui. Ah, jetzt müssen wir hier. Willst du die Ära? Das jetzt klingen mag. Ich bräuchte Medikits. Bestimmt noch mal an der Bank vorbei, oder nicht? Isaac, was machen Sie da? Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Sie pushen mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen! Ja, aber ja. Das natürlich. Der Richtige. So, nu. Zurück in den Aufzug? Ja. Ja, komm schon. Danke. Noch 10 Clips und Dingens. Oh, Medikits gehen langsam aus. Ja. Bin ich nicht hier noch irgendwo eine Bank? Einmal hier um den lustigen roten Marker rum. Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Ja. Jetzt wird euch Jump Tour? Ach, jetzt wieder zurück. Ja. Und. Hui. Jetzt den ganzen Mist normal machen, oder wie? Den ganzen Wobbles ausweichen erstmal. Oh, es bewegt sich. Oh. Weißt du, was mir da jetzt gerade mal einfällt? Ne. Hätten in den Schwerelosigkeitsbereichen, die vorhin vielleicht nicht mal töten müssen, die hätten uns vielleicht gar nicht beachtet. Hm. Die sich jetzt hier genauso verhalten. Aber die waren halt ein Hindernis, ne? So, was haben wir hier heute? Schönen guten Tag.
Wir sind die Technikraum auf Inspektion. Na, wo siehst du? Ah, bei der Musik schon. Artefakt. Ja. Was nur? Oh, ihr wartet doch über alles. Ah, diese Musik, ne? Ja, allein das Geräusch, dieses. Das sagt schon alles. So, ich hab grad mir voll die Überpanik mitten gerade. Wegen? Wo geht's denn hin? Da hinten. Ich werde nachher definitiv nochmal Muni und Medikits herstellen. Ah, wenn wir nochmal die Chance dazu haben. Wo jetzt hin? Da einmal rum. Aha. The Alien Next Door. Bäh. Das ist nicht der Weg, Isaac. Sie haben eine Zukunft. Wir alle. Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Mensch, Isaac, nun hör dem Mann doch mal zu. Echt mal, der will doch bloß reden. Warte mal, hier gibt's ja absolut noch mal eine Werkbank. Ja, da hinten, ne? Ja, da müssen wir jetzt hin und das Zeug planen. Und vor allem neue Munition machen, also ich zumindest. Eventuell auch noch mehr. Ja, ich hab auch bloß noch einen 10er Clip oder so drinne. Ah, und vor allem gleich die Bot wieder aussetzen, das ist ganz wichtig. Irgendwas geschissen kriege. Die sind zwar zu Anfang ganz praktisch, aber jetzt zum Ende nicht mehr. Mal jetzt mal wieder ein bisschen, damit das reicht. Ach! Oh! Was denn? Ernsthaft? Ich hab kein Altmetall mehr. Du hast kein Metall mehr? Ich hab kein Altmetall mehr. Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Komm hier, die alle. So. Dafür jetzt. Die weg. Und. Ich hab kein somatisches Skill mehr. Da haben wir noch 1000 irgendwas. So. Freunde. Auf zur nächsten Tür. Ja. So, wie viel Munition hast denn du jetzt? Für eine 615. Meine im Inventar liegen. Fünf volle und ein angebrochenes mit drei. Gut. Ich hab weniger. Ich hab noch ein klein wenig Altmetall. Ja. So. Da hinten hin. Auf! Warte, Bats aussetzen. Kein Bock nachher wieder in. Ja, ja. Was hier? Na komm. Fortschritt wird gespeichert. Wir müssen da hinten lang. Oh! Alter! Gott sei Dank bist du diesmal vorgegangen. Scheiße, Alter! Ich würde das mal so erlauben, darf zu sagen. Ja.
kommt ja erstmal ran und gib mir den Kopfnuss. Ich glaube, es geht los. Freunde, wir wollen bloß euren Plan beenden, den ihr angefangen habt. Ach, Mann. Wann bist du denn schon wieder? Weiß ich nicht. Ich war eigentlich bestraft. Ja, eigentlich. So. Alter. Geh mal nicht auf den Sack. Muss das sein? Offenbar schon. Nur auf der Seite, wir haben eine Seite abgehandelt. Raketenwerfer bringt's. So, Ruhe im Puff. Schön. Was? Ruhe. Schießt du dann immer vorsichtshalber da drauf, oder? Nee, mit Dingens. Hier so habe ich gedacht, weil halt diese ganzen Pets bauen. So. So, würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir wieder durch Stargate. Jo. Ist schon wieder soweit. Zeit verfliegt. Zeit verfliegt. Mann. Oh, das ist in Schulung irgendwie immer so. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir haben schon lange nicht mehr gesagt, dass ihr uns auch mal ein kostenloses Abo da lassen könntet, um auf den Laufenden zu bleiben. Ja. Genau. Ciao. Ciao.